Und ich begrüße in Erfurt live zugeschaltet Katrin Göring-Eckardt. Sie ist Ratsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland. Einen schönen guten Morgen nach Erfurt. Frau Göring-Eckardt, können Sie mich hören? Einen schönen guten Morgen, Frau Göring-Eckardt, nach Erfurt. Ja, schönen guten Morgen. Frau Göring-Eckardt, Sie haben selbst zwei Söhne. Haben Sie auch Schwierigkeiten, denen zu erklären, dass eigentlich Reformationstag ist, obwohl für die eher Halloween im Vordergrund steht? Nein, ehrlich gesagt, die beiden Söhne sind so, dass sie gegenüber ihren Freundinnen und Freunden erklären, warum das mit dem Halloween aus ihrer Sicht jedenfalls Quatsch ist. Sie sind selbst Ostdeutsche, 66 in der ehemaligen DDR geboren. Wie erleben Sie den Reformationstag heute? Es ist ja Feiertag in Ostdeutschland, bis auf Berlin. Wie erleben Sie diesen Tag? Überall sind Gottesdienste. Die Menschen fangen an, danach zu fragen, warum haben wir eigentlich heute Feiertag, beschäftigen sich damit. Natürlich ist es so, dass wir in Vorbereitung des 500. Jubiläums der Reformation auch sehr viel an Kommunikation haben, dass in Schulen, in der Öffentlichkeit neu über Reformation gesprochen wird. Das ist sehr gut und insofern bedeutet es vor allen Dingen viele Fragen und ansonsten Feiertagsruhe, die manche nicht so erwartet haben. Für Sie steht ein volles Programm heute auf dem Tag. Was macht die Evangelische Kirche heute? In Thüringen ist die Evangelische Kirche heute mit einem großen Reformationsgottesdienst in Eisenach beieinander, wie an vielen anderen Orten natürlich auch. Wir werden heute die Luther-Medaille verleihen an einen Ostdeutschen und gleichzeitig wird noch das Jahr der Musik in Vorbereitung auf die Reformation eröffnet. Also insofern werden wir heute an sehr, sehr vielen Stellen in Deutschland große, wunderbare Konzerte erleben. Wir haben in Vorbereitung auf die Reformation uns einzelne Themen für einzelne Jahre herausgesucht. Und die Musik war ja ein ganz zentrales Thema, auch für die Reformation. In Deutschland gibt es etwa 30% Katholiken, 30% Protestanten, 30% sind nicht konfessionell gebunden, besonders im Osten Deutschlands. Wie erklären Sie die Bedeutung des Reformationstages? Historisch ist es ja der Anschlag der 95 Thesen, aber aktuell, was bedeutet Reformationstag aktuell? Versuchen wir es mal ganz einfach zu sagen. Im Grunde genommen war das mit der Reformation die erste große Demo. Und der Thesenanschlag war der eines Revolutionärs, der dafür sorgen wollte, dass es Transparenz gibt, dass Menschen mitmachen können, dass sie sich nicht von oben nach unten irgendwas sagen lassen müssen, noch auf lateinischer Sprache, sondern dass sie verstehen, dass sie mitreden können. Das ist, glaube ich, ein Thema, was wir heute in ganz vielen auch politischen Fragen wieder haben. Und deswegen, auch deswegen, ist die Reformation jedenfalls sehr, sehr aktuell. Erleben Sie in Ostdeutschland ein Wiedererstarken der evangelischen Kirche? Man hört ja eher, dass die evangelische Kirche noch stärker als die katholische Kirche von Kirchenaustritten geplagt wird. Nein, eigentlich ist es umgekehrt, aber da haben wir keinen Wettbewerb, sondern in der Tat haben wir selbstverständlich zu tun, auch mit der demografischen Entwicklung, mit Abwanderung. Aber gleichzeitig ist deutlich, ist auch immer wieder deutlich, evangelische Kirche wird als ein wichtiger Partner in Gesellschaft und in Politik auch wahrgenommen und vor allen Dingen in den Momenten des Lebens, wo es um ja, mehr Tiefe geht, am Anfang des Lebens, am Ende des Lebens, bei Krankheit, aber natürlich auch bei erfreulichen Ereignissen wie Taufe oder Hochzeit, da fragt man stärker nach dem Sinn des Lebens, fragt stärker nach Orientierung und insofern bekommt auch die evangelische Kirche immer mehr an Zuspruch, immer mehr an Fragen und wir werden sehen, ob sich das dann auch ummünzen lässt in Taufen, in Mitgliedschaften. Viele Menschen sind auf der Suche nach mehr Glaube. Was unterscheidet der protestantische Glaube vom katholischen? Wir sind ja als Konfession darauf angewiesen, dass wir sagen, wir haben mit der Reformation die Freiheit bekommen. Wir haben die Freiheit bekommen, nicht autoritär zu glauben, nicht zu glauben danach, was uns irgendjemand sagt, sondern wir müssen durch den Zweifel hindurch, wir müssen tatsächlich immer wieder selbst fragen, warum glauben wir so, warum glauben wir das? Und das unterscheidet uns. Kirche der Freiheit ist ja ein Papier gewesen, ein Reformpapier, was sich die evangelische Kirche selbst verordnet hat. Aber im Wesentlichen geht es tatsächlich darum, dass wir alle sprachfähig sind. Wir reden von dem Priestertum aller Getauften, das heißt auch jemand, der
wie ich beispielsweise nicht Theologie ausgebildet ist, ist in der Lage zu predigen, ist in der Lage, das Wort Gottes weiterzusagen. Und das unterscheidet uns in der Tat. Eine Frage habe ich noch. Am Donnerstag beginnt die 11. Synode der EKD. Das ist so eine Art Jahreshauptversammlung der evangelischen Kirchen in Deutschland. Sie sind die Vorsitzende. Was für Beschlüsse werden am Ende rauskommen? Das Treffen dauert rund eine Woche. Das Treffen dauert eine Woche und was für Beschlüsse rauskommen, weiß man natürlich vorher nicht, glücklicherweise. Aber wir beschäftigen uns ganz zentral mit einer Frage, die in der säkularen Welt sehr wichtig ist. Unter der Überschrift, was hindert's, dass ich Christ fragen wir danach, wie können wir eigentlich Menschen in unsere Kirche, in unseren Glauben einladen? Wir beschäftigen uns aber auch mit so aktuellen Fragen wie dem kirchlichen Arbeitsrecht beispielsweise und strukturellen Fragen innerhalb unserer Kirche. Aber dieses eine Thema, was hindert es, dass ich Christ werde, das wird im Mittelpunkt der Synode stehen. Unabhängig davon werden wir sicher zu aktuellen Themen Stellung nehmen, wie beispielsweise der Krise in Europa, die ja nicht nur eine Euro-Krise ist. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Katrin Göring-Eckardt war das Ratsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ihnen noch einen schönen Tag nach Erfurt.